Hier im Pflichtschulabschluss sind genauso gut Personen vertreten, die Deutsch als Erstsprache haben. Das war jetzt leider nicht ersichtlich, weil wir eben Lernbegleitung hatten. Aber es wäre nicht so, dass die Personen mit Deutsch als Erstsprache weniger mitnehmen können, vor allem Kompetenzen wie so soziale Kompetenzen, zu lernen, Geduld zu haben, zu lernen, anderen Personen etwas leicht zu erklären. Und da sind wir eine sehr inklusive Klasse. Ist ein bisschen anstrengend natürlich, bis alle dort sind, mit dieser Geduld vor allem. Aber mittlerweile sind wir ein gutes Team. In RA könnte ich meinen Pflichtabschluss nicht machen, weil ich nach Österreich umgezogen bin. Und ja. Ich mache diesen Kurs, damit ich später einen Pflichtschulabschluss habe, damit ich später einen guten Job finde und eine Lehre mache. Zwei ganze, also zwei Komma. Dann ist perfekt. Frage in Deutsch. Dann wird dein Deutsch auch besser. Hm? Wie viel Kilogramm hat eine Tonne? 9000. Beide Gruppen sind sehr bemüht, beide Gruppen wissen, wie schwierig es vor allem für sie am Arbeitsmarkt ist. Sehr viele Leute haben also gar keine Arbeitszeugnisse, keine Zeugnisse an sich, haben aber bereits sehr viel Berufserfahrung. Und hier versuchen wir auch gemeinsam noch einmal die Lebensläufe so zu erarbeiten, dass auch die Kompetenzen und die Qualitäten der einzelnen Personen rauskommen. Wenn man keine Lehre macht, dann man arbeitet als so Mithilfe, sowas. Es ist auch nicht so gut, weil man keinen Beruf hat. Es gibt hier in Österreich viele unterschiedliche Wege, einen Job zu finden. In Irak muss man, also man kann nicht selber entscheiden, welches Job man machen will. In Österreich schon.